Aufschlagstudio hier. Hermann Lübach ist als Aufschlagsspezialist. Wer wissen will, wie es geht, er macht dazu Lehrvideos, die sind auf YouTube zu finden. Diese beiden Aufschläge hat der natürlich nicht ganz unerfahrene Theodor Pichmin, der alte Nationale, zwar ganz gut gelesen, aber mittlerweile kann Hermann Lübach noch nachsetzen, also einen Return, der nicht richtig gut kommt. Verhaften, das war vor Corona noch sein Problem. Aber nur noch 9-8. Und er hat schon 8-4 geführt. Bisschen ein Schwanken in den Genießwahn. Von viel Selbstvertrauen zu eigentlich fast gar keinem mehr. Jetzt halten wir wirklich nur noch zwei richtig gute Aufschläge. Schauen wir mal, wie er sie bringt. Es macht keinen Sinn, einen guten Aufschlag zu haben, der einigermaßen, ja, harmlos will ich nicht sagen, aber machbar zurückkommt, um dann zu warten, bis der fast unterm Tisch liegt. Ja! Auch hier wieder ein kurzes Zögern. Da wusste er nicht, soll er draufgehen oder nicht. Und so schnell geht's dann. Also, da hat am Schluss einfach das Selbstvertrauen gefehlt, mit dem er in diesen Satz gestartet ist. 5-0 oder 5-1 geführt, dann nur noch verwaltet. Schade, heute nicht ganz das, was er hier in dieser Saison schon gezeigt hat.